Harry sagt guten Morgen. Heute am 26. Januar 2021, es ist genau 7.59 Uhr. Ja, ich habe ihn nicht versäumt, denn ich bin schon ein paar Minuten hier, aber es soll nicht sein mit unserem Sonnenaufgang. Ist wieder die schöne Wolke davor, aber macht nichts. Kein Problem. Irgendwann wird es klappen. Ja, deswegen ist hier auch diese Lichtverhältnisse mit den Wolken. Das sieht natürlich gut aus. Wassersportler sind auch wieder da, nur im Moment nicht so viele. Ja, so sieht's aus. Jetzt ist es Punkt 8 Uhr. Wir haben 15 Grad. Die Tiefstwerte heute waren 14 Grad, jedenfalls bei mir an der Hauswand. Die Tageshöchstwerte werden auf 24 Grad berechnet. Und jetzt sieht das mit der Sonne doch gar nicht so schlecht aus. Ja, ich wurde gefragt in den Kommentaren, die Rio Palace Häuser. Also ich weiß, dass das eine Rio Palace, ich glaube das Club Hotel, das hat offen. Aber das kann sich ja auch täglich immer noch ändern. Am besten auf die Webseite gehen und da kann man dann genau sehen, welches Hotel offen hat. Das habe ich auch in einem Kommentar gelesen. Ja, in den Bergen, da sieht es ein bisschen anders aus, die haben da schon Sonne. Ja, mit dem Abonnieren. Ich hänge den Link immer ab und zu mal mit dabei, wenn jemand wissen möchte, wie das geht. Und vor allen Dingen, wenn man abonniert hat, dann kommt man leichter an die Videos vom Vorjahr. Ich schaue mir doch auch immer wieder zwischendrin die Videos an. Und ganz interessant, was für ein Wetter vor ein, zwei, drei oder vier Jahren gerade eben war.
Ja, das schönste Wettervideo, das habe ich gemacht hier an der Tschalka am 4.10.18. Wenn jemand das suchen möchte, einfach eingeben. Gran Canaria, Maspalomas, Wetter 4.10.18. Und dann kommt er auf dieses schöne Wettervideo. So, und hier, ja, Montagna de la Data ist in der Sonne. Aber es kommt hier auch etwas verspätet, so ich schätze mal 20 Minuten. Also halten wir doch das auch jetzt mal fest. So eine Drehung können wir noch. So, dauert noch eine Minute. So, ich muss ein bisschen testen mit dem Stab. Ich laufe mal ein bisschen. Ob er immer noch ruhig hält. Wenn man ihn während des Schnelllaufens in der Hand hat, aber ich glaube, er gleicht das aus. Was sage ich da? Das ist nicht der Stab, sondern das ist die Kamera. So, das ist jetzt der offizielle oder reale Sonnenaufgang hier. Jetzt kann man wörtlich sagen, der Sonne entgegen. Ja, weil sich das Wolkenband verschiebt.
Und die Wolke wird jetzt breiter. Also, ja, ich habe Zeit. Soll immer noch nicht sein. Schiebt sich die Wolke vor der Sonne, vor die Sonne und wird immer breiter dabei. Lässt sie sich vorbetteln. Ja, als kleine Entschädigung für die, die jetzt alle daheim sind, die Gran Canaria-Fans und sagen, schade, da seid ihr ganz einfach mit dabei. Das ist ja heute die Welt, eh viel virtuell, aber das ist doch immer noch was anderes, wenn man die ganzen Sachen kennt. Ja, auch die Frage natürlich, soll man reisen, soll man nicht reisen, die Kommentare, ich habe sie alle gelesen. Schön, dass ihr da geschrieben habt, eure Meinung. Und ich sage ganz einfach, wir wissen gar nicht, was noch irgendwie auf uns zukommt. Und ich werde auf jeden Fall jede Chance wahrnehmen, um zu reisen. Und solange es irgendwie geht. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. So, jetzt haben wir sie wohl draußen, wenn sich nicht wieder die Wolke verschiebt. Doch, da kommt sie schon wieder. Und die letzte Zeit, was ich merke, wir haben ein paar Schnaken, also jetzt durch den Regen und durch die hohe Luftfeuchtigkeit, auch in der Nacht, da hat man doch ein bisschen damit zu kämpfen, aber das hält sich in Grenzen. So, jetzt ist er voll draußen. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr reflektiert jetzt, weil ich kann hier kaum was sehen. Ich setze mal die Brille auf.
Schauen wir mal in die andere Richtung, wie das jetzt hier aussieht. Tja, es ist brutal hell. Und es spiegelt. Also es kommt bestimmt auf der Kamera nicht nur so rüber, sondern es ist im Moment so. Gerade wenn die Welle das Licht hier bricht, dann geht's. Ja, es sind doch wieder richtige Wellen und ich wollte ins Bad, ins Wasser gehen. Na, das schminke ich mir aber auch ab. Tja. Was ist jetzt los? Es gibt bestimmt schöne Aufnahmen. Das war jetzt ein richtiges Wellenband. So, ich werde dann jetzt noch ein bisschen laufen. Sollte sich hier noch was ergeben, melde ich mich noch mal. Ja, wir hatten hier gestern wieder einen Rettungseinsatz ungefähr auf dieser Höhe. Am Nachmittag habe ich das gesehen, aber ich weiß nicht, was das war. Die Medien werden es mit Sicherheit sagen. So, mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann auch und sage bis später. Oder wer möchte, bis morgen. Und ja, wir drücken die Daumen, dass wir uns alle hier mal persönlich am Strand irgendwo treffen. Bis gleich. Noch einen letzten Rundumblick. Hasta la vista.